Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Temo-Video. Ich habe hier was, das werden wir uns jetzt mal angucken. Ich bin mal sehr gespannt. Und mein Messer ist schon wieder mal weg. Ist jetzt nicht viel drin, aber ich bin gespannt. Diesmal ist was Schönes mit bei. So, ich habe nämlich jetzt zwei Mützen, da kommen wir gleich dazu, auch einen Teppich bestellt, um mal zu testen, weil wir hatten ja letztens die HDMI-Kabel, die waren ja eher so semi-optimal, und jetzt habe ich da gesehen, Teppiche, kleine. Ja, der ist nicht flauschig, der ist halt wie so ein Mauspad, ist der eher. Der würde als Mauspad durchgehen. So. Der sieht ein bisschen gezerrt aus. Naja. Da war der Drucker wohl nicht so doll. Ah, aber unten ist Anti-Rutsch. So ein bisschen, glaube ich. So, und da habe ich bestellt. Ich hoffe, dass man das so sieht. So. So ein Drachenschiff. Ich hoffe, das kann man so halbwegs erkennen. Oh Mann. So ein Drachenschiff mit dem Wikingkompass. Und ein bisschen Verzierung. Das soll, so wie es ist, so lang, in die PC-Ecke kommen hier. Weil mein Linoleum da immer mehr drunter leidet, dass ich mit dem... mach ich mal darüber. Mit dem Stuhl da immer hin und her rolle. Da hat sich eine Mitte halt schon so eine Blase, hat sich der Kleber schon gelöst. Und da habe ich gedacht, dass ich hiermit, ja, so dick ist das aber nicht, aber ich hoffe, der hält was aus. Fühlt sich aber eher wie ein Mauspad irgendwie so ein bisschen an. Aber hier unten ist halt, fühlt sich ein bisschen rau an. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall ein Fazit machen, wenn wir den ausgelegt haben und mal gucken, ob er, also ich habe eigentlich gut gemessen, also noch größer geht nicht, weil dann ist er links und rechts zu viel. Mal gucken, und dann vor allen Dingen mal gucken, wie er die nächsten Tage dann ist, ob sich das lohnt oder ob der sich dann ruckzuck durchrollt oder so. Dann wird halt natürlich für die PC-Ecke nischt, dann eher was, wo unter den Tisch zum Beispiel oder so, aber da haben mir die Motive nicht gefallen, da siehst du die Hälfte nicht, da siehst du ja nur den Rand. Und am Rand sahen sie doof aus, da waren nur Krickelkrackel. Und das Jute war in der Mitte, und das siehst du ja nicht, wenn du einen Tisch hast. Weil ich war schon am Überlegen, ob ich für einen Tisch auch noch so einen Teppich hole. So, und dann habe ich mir zwei Mützen geholt. Käppis nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich bin mal wieder momentan voll im Mützenhype. Und so eine hatte ich ja schon immer mal gesucht und nie gefunden. Also eine, die mir gefallen hat, habe ich hier so eine, so, ja, so im modernen Style, ja. Passt sogar, ja. Muss ich gleich mal Frauchen fragen, was sie davon hält. Die kann man auch hier an der Seite, kann man so noch enger machen oder weitermachen. Ich hoffe, man kann sie richtig erkennen. Ist auch nicht zu eng, also das geht schon so, vom, wie sie jetzt ist. Und hier ist irgendwie so ein B drauf oder so. Bei mir hat die Farbe gefallen und mit den Strichen und was dunkelt. Und sonst hatten sie mal so einen komischen Stoff. Habe ich nie gefunden, was ich gesucht habe. Und auch, dass es nicht halt hier vorne direkt runter geht. Da war dann immer so eine Kante drin. Das hat mir nie so gefallen. Und deshalb habe ich mir die mal geholt. Mal gucken, was Frauchen sagt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und... die habe ich gesehen damals und habe, also damals vor einem Jahr, vor über einem Jahr, seit ich Peaky Blinders geguckt habe, habe ich gesagt, oh, so eine Mütze will ich auch ja nochmal haben, die sieht richtig geil aus. Ja? Da haben wir sie gleiche nochmal, aber der ältere Style, ja? Also locker, nicht versteift.
Hier ist vorne festgenäht, also das ist wirklich so. So im Peaky Blinders-Style. So. Die gefällt mir auch. Die ist ein bisschen, aber die ist ein bisschen enger. Aber die konnte ich nicht größer bestellen. Das ist jetzt eine 60. Ich habe eigentlich eine 61. Also vom Kopf her. Aber naja, eng, aber es geht. Aber wäre schön, wenn man sie noch ein bisschen weiter machen könnte. Aber die geht. Nee, da ist ein Gummiband hinten drin. Müsste man halt höchstens nur gucken, dass man das irgendwie. Oder dass sich das irgendwie mal ein bisschen schwächer wird, das Gummiband, und dass es dann ein bisschen lockerer wird. Weil hier. Ah, die gefällt mir. Also an der Seite vom Tragekomfort ist die schön. Aber ich. Ja, aber ich, ist halt. Ich mag es nicht, wenn Mützen eng sind. Also es ist jetzt nicht so eng, dass es weh tut. Aber durch das Gummiband ist es halt. Ist es gut auf dem Kopf, ja? Also weht jetzt nicht runter oder so. Aber ich mag es eher, wenn die Mützen so wie die hier. Ja, die würde jetzt mit Windhauch auf weggeweht werden können. Ich mag es eher, wenn die so locker drauf sitzen. Ich mag das nicht so fest am Kopf. Ich weiß nicht. Ja? Aber vom Style und vom Stoff her sieht die gut aus. Oder? Was sagt ihr? Ich kann sie ja nochmal aufsetzen. So. Wartet mal. Ich mach mal die Kamera. So. 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 Von der Seite. Von vorne. Dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ja? Also ich finde die ganz geil. Aber ist halt eng. Und die ist auch ganz cool. Ja? Vorne. Von der Seite. So. Die werde ich gleich mal hoch zu Frauchen bringen und mal Probe tragen. Bin mal gespannt, was sie sagt. Weil sie sagt, ja, ich soll mich meinem Alter entsprechend anziehen. Das ist ihr alle zu. Nicht meinem Alter entsprechend, weil ich ja 43 jetzt werde. Ja, und mit den Mützen, das ist ja so, vor allen Dingen die Peaky Blinders Mütze, so nach dem Motto, also da müsste ich jetzt, also nicht wundern bei meinem Bart, ja, falls ihr das seht, da hat meine Tochter mir mein Bart verschönert, ja, da habe ich Spangen drin. Die darf ich nicht rausnehmen, hat sie gesagt. Na, lasse ich natürlich auch drin. Logisch. So, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich lade auch gerade schon Videos hoch, also angezockt. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.